Heute ist ein ganz besonderer Tag für dich, mein kleiner Ferdinand. Sozusagen dein erster Schultag, wie bei den Kindern. Du darfst mit auf den Klausenhof. Ferdinand klappte das Maul auf und plötzlich hatte er einen riesigen Kloß im Hals. Das war eine tolle Überraschung. In Windeseile trugen ihn seine Hufe aus dem Stall und er galoppierte wild um den Berg herum. Immer wieder schmiss er die Hinterbeine in die Luft und rief, »Ja, ich darf mit! Hui!« Ferdinand ist meine Lieblingsfigur. Der kleine Esel, der alles werden möchte. Das ist einfach schön. Ich kann Ferdinands Wunsch verstehen, ein Pferd sein zu wollen, so wie jedes Kind ja sich vorstellt und ich mir auch noch als Kind vorgestellt habe, ich möchte kein Abenteurer werden, was auch immer, Astronaut, das Unvorstellbare Schöne. Und das Schöne an der Geschichte ist allerdings, dass er bei sich selber ankommt. Sagst du mir jetzt, warum du auf einmal ein Pferd sein willst? Oh, das ist doch klar. Ferdinand öffnete die Augen und seufzte. Pferde sind elegant und schön. Wenn ich ein Pferd wäre, wäre ich jetzt nicht hingefallen, sondern hätte ich eingeholt. Und außerdem... Was außerdem? Hakte Paul nach. Außerdem können die Kinder auf ihnen reiten. Beim Reiten haben alle irgendwie noch mehr Spaß als beim Führen. Ich habe gelernt, dass es am besten ist, eine Besetzungsliste zu machen, die so aussieht wie ein Abspann im Film. Dann stehen da die Namen, dann stehen die Eigenschaften daneben. Manchmal, da mache ich auch Zeichnungen, wie die aussehen, oder stelle mir vor, das ist der und der Schauspieler und dem Film oder die und die Rolle. Emmy tauchte mit einem Holzbrett in der Hand vor Ferdinand auf. Schau, was ich für dich gebastelt habe. Emmy drehte das Brett um und hielt es Ferdinand vor die Nase. Das hänge ich hier an die Stallwand, damit jeder Bescheid weiß, denn darauf steht, hier wohnt der tapfere Esel Ferdinand. Ich finde das erstens eine ganz herzliche Geschichte, das Abenteuer, sich zu entdecken und zu lernen, eigentlich das Leben als Abenteuer zu sehen mit all seinen kleinen Details, das ist wunderbar herzlich geschildert und das macht den Reiz aus.